Viel Interesse zeigte der Tag der offenen Tür des Bundesrealgymnasiums Schwechat. Aber nicht alle bekommen einen der heiß begehrten Plätze in der Schule. Was ist denn das Besondere an der Schule? Ich meine, ihr seid jetzt immerhin fast 7,5 Jahre da. Also das Besondere ist auf jeden Fall unsere Schulgemeinschaft. Das heißt, wir haben hier eine, also als Schüler kommt man in diese Schule, also diese Schule in die Klasse. Lehrer legen sehr viel Wert darauf, dass man sich wohlfühlt, auch in der, also auch in der Schule. Und immerhin, wenn wir jetzt auch jüngere Schule hierher kommen, wir helfen natürlich auch, sich hier zurechtzufinden, kann man sagen. Ja. Wir haben auch immer mal wieder interessante Projekte, wie jetzt das Hefte helfen. Oder wir haben auch einen Schoko-Automaten in der Aula stehen, der Trade-Schokolade verkauft. Also es wird auch stark Wert darauf gelegt, dass man außerschulisch oder innerhalb der Schule engagierte Projekte betreibt. Jetzt sehe ich hier diese Hefte. Ist das jetzt einer dieser Projekte? Ja, also unsere Schule beteiligt sich jetzt zum vierten Jahr, glaube ich, schon am Hefte-Helfen-Paket. Das ist das. Ein Teil halt wird an die Kinderkrebshilfe Wien gespendet. Und man kann auch am Schulanfang, also beziehungsweise im Schuljahr davor noch, ein ganzes Heftepaket für das folgende Jahr bestellen. Da hat man dann wirklich halt alle Hefte drinnen. Man kann halt während des Schuljahres, wenn mal was leer gehen sollte, auch bei uns das nachkaufen. Und unsere Schüler tun halt auch immer verschiedene Designs zeichnen. Da gibt es immer so einen Wettbewerb. Dann wird halt das Beste oder Tauglichste ausgewählt. Und seit dem Jahr sind wir halt dazu übergegangen, dass das halt schwarz-weiß wird, weil halt viele Schüler so gerne Mandala malen. Und ja. Letztes Schuljahr, traurig, dass die Schule aus ist? Ja, ein bisschen schon, weil wir haben ja schon 8 Jahre, waren wir ja schon in der Schule und haben auch vieles zusammen erlebt, waren auch so eine Klassengemeinschaft schon. Und man ist auch traurig, aber man freut sich auch gleichzeitig. Man freut sich auch auf das Unileben, das weitere Leben in der Universität. Ich glaube, das wird auch eine Herausforderung für uns sein. Ihr habt sehr viele Projekte in der Schule. Was genau macht ihr da? Bei diesem Projekt verkaufen wir Pflanzen und andere selbstgemachte Sachen, damit wir den Regenwald schützen. Denn das Palmöl zerstört den Regenwald extrem. Jede Sekunde wird ein ganzes, also eine Fläche von einem Fußballfeld abgeholzt im Regenwald. Das ist sehr furchtbar. Ich bin jetzt in der 2. Klasse. Mein 2. Jahr hier, es gefällt mir sehr gut und ich kann diese Schule nur empfehlen. Für die Tochter ist das jetzt vielleicht die nächste Schule. Warum diese Schule? Also wir wohnen in Maria Elend und das wäre eine Schule mit einer guten Verkehrsanbindung. Was haben Sie denn jetzt gehört, was Sie noch nicht gewusst haben? Dass es nur 7 erste Klassen geben wird und dass aber die Anzahl der Schüler recht groß ist und dass hier eben ausgewählt wird, wer hier aufgenommen wird. Was sagst jetzt du dazu? Was hast du für einen Eindruck bekommen von diesen vielen Schülern hier von der großen Schule? Also mir gefällt es hier, weil mein Freund hier auch hingeht und ich werde mich hoffentlich, wenn ich hierher gehe, zurechtfinden und hoffentlich werde ich es schaffen. Wenn man das weiß, dass die Schule eigentlich eh schon immer super voll ist, fragt man sich, warum gibt es einen Tag der offenen Tür? Weil die Präsentation ein wichtiges Element der Schule ist. Das heißt, unsere Außenpräsentation zielt nicht darauf hin, viele Schüler zu uns zu bringen, die haben wir sowieso leider mehr als genug, sondern die zielt darauf ab, zu zeigen, was bei uns an der Schule passiert. Ja? Denn auch die Schüler, die dann zu uns kommen, auch wenn wir nicht alle nehmen können, die kommen, haben das Recht zu wissen, was erwartet mich da. Wo sind denn jetzt die Schwerpunkte der Schule? Ich habe gehört, es gibt immer mehr projektbezogenen Unterricht. Ja, also wir haben sehr viele Schwerpunkte, sage ich. Da gibt es jetzt einmal inhaltliche Schwerpunkte, ja, ob das jetzt Ernährungsthemen sind oder EDV ist bei uns ein großer Schwerpunkt, der sich durch alle Klassen zieht. Aber womit wir uns in nächster Zeit auch sehr auseinandersetzen werden, ist die Veränderung der Unterrichtsqualität. Hier tut sich sehr viel im Haus, ja, und wir sind quasi im permanenten Nachsteuern, unsere Stärken weiter zu forcieren und etwaige Schwächen halt auszumerzen.